Hallo und herzlich willkommen bei Biergold. Wir alle kennen das Problem. Wir haben eine Flasche Bier gekauft und plötzlich fehlt der Flaschenöffner. Man steht quasi wie der Ochs vom Scheunentor und man weiß nicht, was man machen soll. Und deswegen möchten wir euch heute 10 Wege zeigen, wie man die Flasche aufbekommt, ohne einen Flaschenöffner zur Hand zu haben. Variante 1. Der Hammer. Wir nehmen eine Flasche und legen sie oben auf die Kante ab. Und dann versuchen wir, die Flasche quasi über die Kante rüberzuziehen. Und das war's. Variante 2. Der Gürtel. Variante 3. Das Blatt Papier. Um eine Flasche mit einem A4-Blatt aufzubekommen, müssen wir es falten. Also nicht die Flasche, sondern das Blatt natürlich. Es muss also wieder eine harte Kante ergeben. Diese Variante geht übrigens auch mit Geldnoten. So, das sollte eigentlich schon reichen. So, das ist eine gute Größe. Das ist ein bisschen wie so eine kleine Tischkante in Taschenformat. Persönlich nehme ich immer die kurze Kante hier, weil die am härtesten ist. Und dann vorsichtig wieder den Kronkorken lösen. Auf den Zeigefinger auflegen und loshebeln. Oh, scheiße. Ja, ist der Vorführeffekt an. Ja, wo ist noch ein Platz? Ja, ein Tisch gerade. Oh Gott, es liegt aber auch im Deckel hier, der ist richtig fest. 2000 Jahre später. So. Muss man auf irgendwas achten? Ja, man sollte ein Feuerzeug nehmen. Variante 4. Der Zaun. Variante 5. Die CD. Der Trick ist, die Flasche so ein bisschen schräg anzuwinkeln und die CD möglichst fest in der Hand zu halten, wie so eine Art Frisbee-Scheibe und dann von unten gegen den Kronkorken zu schlagen. Das braucht ein bisschen Übung, weil man manchmal auch hier hängen bleibt am Flaschenhals. Aber wir probieren es einfach mal. Hat zwar nicht so gut geklappt, aber es funktioniert. Variante 6. Das Feuerzeug. Das Wichtige dabei ist, dass man die Bierflasche fest umklammert. In dem Fall mit meiner linken Hand. So dass quasi das Feuerzeug auf dem Zeigefinger abgelegt wird. Und mit einer kleinen Rotationsbewegung kann man dann die Flasche öffnen. Variante 7. Der Joystick. Meistens stauben die Dinger nur ein. Man kann aber auch die als überdimensionalen und überproportionierten Flaschenöffner nehmen. Dazu wählen wir wieder eine scharfe Kante und legen dort den Kronkorken an. Ja. Gucken wir mal. Ja. Und dann einfach von oben mit der Hand. Variante 8. Die Flasche. Prozedere ist wie immer gleich. Festhalten und hebeln. Variante 9. Der Löffel. Auch hier wieder den Flaschenhals fest umgreifen. Die Kante des Löffels, also die Seite hier, wieder unter den Kronkorken haken und dann aufhebeln, so dass man allmählich den Kronkorken von der Flasche löst. Voilà. Variante 10. Daniel fragen. Daniel? Ja? Vielen Dank. Das waren unsere 10 Varianten, wie man ein Bier öffnet. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und denkt dran, immer schön goldig bleiben. Biergold, das ist flüssiges Gold. In der Flasche, Dose, fast so bleibt es mir hold.